So, ich habe mir gedacht, ich zeige euch nochmal ganz genau meine Wasserpfeife, weil sie hat echt, ich glaube, 4-5 Stunden am Stück gedauert, bis ich fertig war. Und zwar habe ich unten angefangen mit meiner Bowl und ich habe eine komplett durchsichtige Wasserpfeifenvase unten hingemacht. Unten schön mit Schwarz umrandet und in der Mitte noch beleuchtet. Sieht man leider nicht, weil es hell ist. Vielleicht mache ich nochmal eine Aufnahme, wenn es dunkler wird. Ansonsten alles perfekt. Ganz knapp unter dem Wasser ist die Rauchsäule, die geht komplett nach oben. Hier habe ich schön mit Diamanten alles bestückt, mehr oder weniger. Mein Teller habe ich natürlich auch schön hingestellt. Da ist noch 3 Stückchen Kohle runtergefallen von dem Head. Oben ein schönen Naturkohle-Head mit Alufolie und natürlich meiner Kohle, die ab und zu spritzt und funkelt und weiß der Geier was. Dann natürlich einen echten Lederschlauch habe ich dran gemacht. Auf der anderen Seite das Ventil. Den Schlauch schön komplett über die Shisha, um die Shisha gerollt und unten am Boden liegt das Endstück, mehr oder weniger. Entschuldigung für den kleinen Versprecher. Mit Beleuchtung und feinstes Nappa-Leder und natürlich ein wunderschönes Mundstück. Ansonsten war es auch schon. Wir sehen, es wird langsam dunkel. Was geil ist, letztes Mal war da oben knallhart ein Monster auf meiner Plattform. Ich weiß nicht, wie das daherkam, aber es war natürlich hammerstark, wie das aussah. Wie so ein kleiner Wächter über die Wasserpfeife. So viel dazu und ich dachte mir auch, ich wollte nochmal fragen, was haltet ihr davon, wenn ich mal ein paar Shisha-Tutorials mache, Wasserpfeifen-Tutorials. Also ist auch eine Art und Weise, wie man seine Freizeit gestalten kann. Naja, so viel dazu und ich hoffe, ihr schaut weiter meine Videos. Ciao, ciao. Schöner Sonnenmonduntergang, Mondaufgang. Sorry, ciao.